1893 seine Uraufführung. Von 1903 bis 1906 war Max Reinhardt der Direktor des Hauses. Berühmt wurde er 1905 mit Shakespeares Ein Sommernachtstraum. Eigens für dieses Stück hatte Felix Mendelssohn Bartholdy die Musik komponiert. Der sogenannte Tränenpalast. Zu Zeiten der DDR war der Bahnhof als Grenzkontrollstelle in der Mitte geteilt. Besucher aus dem Westen konnten hier mit der U- oder S-Bahn in die DDR ein- und wieder ausreisen. Da die Verabschiedung aber oft mit Tränen verbunden war, wurde der Grenzabfertigungsschalter schon damals Tränenpalast genannt. Daran erinnert heute der Blaue Pavillon, eine Dokumentationsstätte, die eine Dauerausstellung zur deutschen Teilung zeigt und kostenlos besucht werden kann. Sehen Sie zwischen der Weidendammer Brücke und der Reinhardtstraße den sogenannten Schiffbauerdamm, benannt nach holländischen Schiffbauern, die zu Zeiten des großen Kurfürsten nach Berlin kamen und hier arbeiteten. Straßen geschaffen, das neben der Spree neue Wirtschaftsstandorte in Berlin miteinander verband. Heute sind es vor allem Touristen und Berliner, die unsere Hauptstadt auf diesen Wegen für sich entdecken. Wir befahren nun das Regierungsviertel. Links blicken wir zunächst auf das Jakob-Kaiser-Haus, ein Bürogebäude, das den Bundestagsabgeordneten und 60 lebte. Die hier im Regierungsviertel installierte Fußgängerbrücke unterteilt sich in zwei Ebenen. Die untere Ebene ist für die Öffentlichkeit zugänglich, wogegen die obere Ebene nur den Abgeordneten und Mitgliedern des Bundestags vorbehalten ist. Daher wird bei dir ist es gut, wenn du reichst, dann musst du auf jeden Fall rein, wo die AfD kannst. Das kannst du doch machen. Jetzt die höhere Laufbahn. I don't mind. Where is it? Bahnhof.
Gehen wir nach vorne, hierher, kommt auf. Starke Kriegsbeschädigung wieder aufwendig renoviert. Diese mit Steinen verkleidete Stahlkonstruktion ist verziert mit Kandelabern und Figurenschmuck. Uns zugewandt und in der Mitte sehen Sie das Relief des Generalfeldmarschalls Moltke, nach dem die Brücke benannt ist. Links von ihm Julius. Das markante Gebäude zu ihrer linken Seite ist das Bundeskanzleramt. Tragischerweise stürzte das südliche Dach im Jahr 1980 einlebende Dänen und Österreicher. Der Sieg über die französische Armee 1870 im Dienste des Bundes gebaut wurden. Die prägnante Schlangenform ist dabei bewusst gewählt worden. Für den Bau des Hauptbahnhofs links wurden drei Tunnelanlagen unterirdisch verlegt und führen unter der Spree von einer Röhre nur für Autos. Der Autotunnel beginnt hinter dem Hauptbahnhof und endet nach 2 Kilometern am Potsdamer Platz. Der Kaiser sprach früher durch Deutschland hindurch und nun eben auch durch Berlin. Reisende soll man nicht aufhalten. Einmal im Jahr hält hier auch der Orient Express. Damit Sie Ihren Zug nicht verpassen, wird empfohlen, mindestens 10 Minuten früher dort zu sein. Der Bahnhof ist nicht nur riesig, sondern auch unterteilt in Hoch- und Tiefebene. Was denn?
Wo ist der eigentlich? Nee, da ist noch einer hängen geblieben. Ah, die andere. Die Kronprinzenbrücke, die vom spanischen Architekten Santiago Calatrava entworfen und 1996 fertiggestellt wurde. Sie verbindet die Ortsteile Mitte und Tiergarten mit dem Regierungsviertel und steht noch heute als Symbol für das Zusammenwachsen der ehemals geteilten Stadt und dem ehemals geteilten Europa. Oh, ihr Vorläufer war eine im Jahr 1709 errichtete Klappbrücke, die Unterbaumbrücke. Sie war im 18. Jahrhundert das Gegenstück zu der deutlich bekannteren Oberbaumbrücke im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Soll es den Warenverkehr einzutreiben. Mit dem Paul-Löbe-Haus auf der rechten Seite, das sich im ehemaligen West-Berlin befindet, und dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus auf der linken Seite, dem ehemaligen Staatsgebiet der DDR, denken daran, sehen Sie auf der rechten Seite weiße Kreuze. Der etwas hellere Streifen, der hier die Treppen hinabführt, zeigt den früheren Verlauf der Mauer. Rechten Ufer ausgehend über die vor uns liegende Brücke und dann wieder am linken Ufer entlang lief. Der Reichstag auf der rechten Seite ist der Sitz des Bundestages und kann kostenlos besucht werden. Die markante Glaskuppel ist einzigartig und bietet Ihnen einen unvergleichbaren Ausblick über Berlin. Auf der gleichen Seite folgt das Reichspräsidentenpalais. Von 1919 bis 1934 diente das Palais als Residenz des Reichspräsidenten und wurde von 1735 bis 1737 auf Veranlassung von König Friedrich Wilhelm I. von Preußen errichtet. Die ehemalige Richtung, wie zum Beispiel das auf der rechten Seite beheimatete Bundespresseamt. So vielfältig wie die hier ansässigen Interessengruppen ist auch die Architektur. Viele internationale Filmproduktionen kommen deshalb hierher und so diente beispielsweise die Brücke des Bahnhofs Friedrichstraße als Kulisse für den Film Die Bourne-Verschwörung mit Matt Damon. Zu Zeiten der DDR war der Bahnhof als Grenzkontrollstelle in der Mitte geteilt. Eine gefährliche Gegend für den Kontostand. Links geht es zum Friedrichstadtpalast und rechts zum alten Grenzposten Checkpoint Charlie entlang am Grand Hotel und Galerie Lafayette. Diese Brücke ist Wolf Biermann beschrieb den großen. Achtung, bitte bleiben Sie sitzen. Es folgt eine niedrige Brücke. Attention. Please remain seated. Hm.
Nachdem wir den Ebertsteg unterfahren haben, bietet sich der beste Blick auf das Bode-Museum mit den vielen Kronen auf der Kuppel. Hier finden Spree und Kanal zusammen. Der Kupfergraben rechts ist für große Schiffe nicht befahrbar. Auf der linken Seite entsteht das Forum an der Museumsinsel mit 8 denkmalgeschützten Gebäuden. Dazu gehören links die ehemalige Charité-Frauenklinik von Martin Gropius und das rote neoklassizistische Simon-Palais aus dem Jahr 1910. Oh. 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 In der Ferne sehen wir den Telespagel, den Berliner Fernsehturm aus dem Jahre 1900. Es beherbergt die Skulpturensammlung, das Museum für byzantinische Kunst und das Münzkabinett. Der Neobarock Wilhelm II. Wilhelm von Bode war der erste Museumsdirektor. Versteckt sich das neue Museum mit der berühmten Nofretete und hinter den Kastanien liegt noch das alte Museum, das von Karl Friedrich Schinkel gebaut wurde. Das bist du so, ich bin der Herr. Die begehbare Kuppel ist so hoch, dass die komplette Siegessäule St. Victoria darin Platz findet. Im Berliner Dom finden neben den regelmäßigen Gemeindegottesdiensten auch Gottesdienste anlässlich von Staatsakten statt. Die Hohenzollerngruft mit 500 Jahre alten Sarkophagen ist für die Öffentlichkeit 2 unterschiedlichen Glocken. Die Orgel in der Predigtkirche stammt aus der Orgelbauwerkstatt Sauer. Hey, wo ist der Bär? Hinteren Ribbeckhaus auch der Verein für die Geschichte Berlin e.V. Der daran anschließende Neubau ist das Haus der deutschen Wirtschaft. Ja, das muss doch voll ungemütlich für die Vögel sein, oder? Berlin Georg als Drachentöter links stand ursprünglich im Hof des Berliner Schlosses. Das Nikolaiviertel mit seiner Nikolaikirche lädt ein, eine Großstadt, eine Kleinstadt zu erleben. Auf der rechten Seite sehen Sie ein besonderes und kleines Stadtquartier, das Nikolaiviertel. Benannt nach der Nikolaikirche, zu erkennen an den beiden spitzen Türmen. Sie ist die älteste Innenstadtkirche Berlins und beherbergt heute ein Museum.
Hier hat die Geschichte Berlins einmal begonnen, durch den Zusammenschluss der Städte Köln und Berlin, die an den Ufern der Spree lagen. Palazzo Prozzo oder Erichsburg-Laden genannt. Letztgenannter Beiname lässt sich auf die goldene Fensterscheibe und die vielen Lampen im Inneren des damaligen Gebäudes zurückführen. Der Palast der Republik war sowohl der Sitz der Volkskammer der ehemaligen DDR als auch ein hochmoderner und öffentlich zugänglicher Volkspalast. Heute befindet sich hier das Humboldt-Forum, das sich ganz im Geiste seiner Namensgeber Alexander. Ja, gut, es wurde einfach falsch konstruiert, falsch ausgelegt. Und auf welcher Seite war das? Für einen kurzen Moment können Sie die goldene Kuppel des Zentrum Judaikums sehen. 1866 als neue Synagoge im Beisein von Otto von Bismarck eingeweiht und im Zweiten Weltkrieg stark zerstört, erfolgte der Aufwertungswettstand. Neben dem alten Museum und neuen Museum, die alte Nationalgalerie, das Bode-Museum sowie das Pergamon-Museum einen Einblick in die Geschichte und Künste vergangener bestehender Kulturen. Oder können griechische und römische Vasen sowie den beeindruckenden Pergamon-Altar aus Kleinasien bewundern. Als sechstes Gebäude auf der Museumsinsel wurde zweites. Auch der Bismarck der Berliner Musik genannt. Auch die Brücke Forens, teilweise historisch konstruiert, trägt den Namen des verschwundenen Schlosses. Sie verbindet die Spitze der Museumsinsel mit den beiden Streeufern. Drei. Ne, bei uns drei, bei euch beide. Gebäudekomplex steht unter Denkmalschutz. Welcome in Berlin! Guck mal, was dieses Klo macht. Vergiss deinen Rucksack nicht.